Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft Yershire Survival. Viel Spaß beim Zuschauen. Oh, dann machen wir weiter hier mit dem Ausbau. Das heißt, jetzt machen wir hier ein paar Meter. Doch eigentlich den Stein auch dran lassen können, ne? Ja, wie man sieht, ne, vorne hört die Decke auf der Höhe auf. Hier hinten geht das leider nicht, weil ich natürlich noch ein bisschen mehr Höhe hinten für die ganze Anlage brauche. Aber das Schöne ist jetzt halt, von vorne wirkt das Ganze dann ein bisschen minimalistischer, ein bisschen kleiner. Man sieht da nicht unbedingt, was dahinter steckt. Das ist auch gut so. Aber dass ich jetzt auf einmal hier so ein... War das ein Werwolf, glaube ich, ne? Hier hinten habe, das fand ich jetzt gar nicht so witzig. Ich dachte immer, die Viecher spawnen nur. Nee, ist das Quatsch. Das waren ja die Zombie-Dorfbewohner, ne? Die durch die entstehen, genau. Für Zombie selbst brauchen. Quatsch. Für ein Vampir selbst braucht man ja kein Dorf. Ich wische den Tisch mit meiner flachen Hand. Meine Freundin, was? Freundin, was das heißt. Okay, genau. Warum soll man einen Lappen nehmen, wenn man selbst einer ist? Der ist gut. Der hat was. Ja, schön. Zu schön. Warum auch? Hier aus diesem Chatfenster raus. So. Der ist gut. Nehmen wir mal an, das war scherzhaft, nicht politisch, ne? Wegen Lappen. Habe ich da auch letztlich, da habe ich auch letztlich fast gehört von wegen Lappen. Warte mal, wie wir gleich? Wenn mehr von wem der ist, von irgendeinem Komiker, sagt er irgendwie, finnische Regierung weist darauf hin, dass es verboten ist, alte Lappen wegzuwerfen. Was am Überlegen. Warum mache ich diesen Gang hier eigentlich? Ich hatte irgendeinen technischen Sinn? Brauche ich den? Brauche ich doch gar nicht, ne? Ich meine, nicht, dass ich den jetzt hier wieder zumachen würde, weil jetzt wer ist, aber eigentlich brauche ich doch nur den Bereich hier vorne. Das heißt, ich mache jetzt genau an dieser Stelle mit dem Gang hier einen Feierabend und mache dann nur noch hier vorne frei. Der ist eigentlich deswegen entstanden, weil ich eben nicht alles von oben nach unten zumachen wollte oben, ne? Das
Das war eigentlich der Hauptgrund. So hat das eigentlich überhaupt keinen Sinn. Braucht darunter nicht frei sein. Ja, danke, danke. Dann wünsche ich dir eine angenehme Nacht und bis zum nächsten Mal dann. So, dann würde ich sagen, ist das nämlich auch. Ich meine, wo man Material sparen kann, beziehungsweise sich Arbeit sparen kann, sollte man es tun. Ne? Und in dem Bereich, da ist das ja nun mal der Fall. Der Gang, da ist ja nichts. Es ist keine. Nichts eingebaut da. Okay, das hier brauche ich natürlich, aber ansonsten, alles andere, unnötig. Das ist gut. Brennstoff. Brennstoff. Genau das, was ich brauche. Um wieder Steine herzustellen. Aber da muss ich jetzt aufpassen, dass mich da nichts anspringt. Guck mal an, was das für eine brave Kohle ist. Die liegt genau in dem Bereich, den ich abbauen muss. Und nicht da, wo ich nicht abbauen muss. Das ist eh super. Die ist so brav, dass die eigentlich zu verbrennen schon zu schade ist. Ich kann nichts mehr aufsammeln. Warum kann ich nichts mehr aufsammeln? Na toll. Ich will die aber auch nicht verschwenden, die Dinger da. Ich muss mal kurz hier ein bisschen was rausschmeißen. Das weg. Bild weg. Tür weg. Lampen brauche ich nicht mehr, Rahmen brauche ich nicht mehr, Kohle brauche ich nicht, die Sieg brauche ich nicht, die brauche ich auch nicht. So, das kann ich erstmal wieder aufsammeln. Habe ich jetzt quasi von hinten in den Überlaufbereich reingeschmissen. Ich mir nachher vorne ab. Das Ärgerliche ist natürlich, also schade ist natürlich, dass ich bei diesen Arbeiten hier nicht in der Lage sein werde, Diamanten zu finden. Alleine weil es die auf der Höhe hier wohl nicht gibt. Zu Meter machen. So, das machen wir zu hier. War sowieso nicht tief genug. So. Passt. Die leuchten wir aus. Zack. Hey, das ist ja super. Warte mal. Das hier schon mal wegmachen.
Da oben muss sowieso gleich weg. Kann ich von hier unten nämlich schon mal die Redstone-Fackeln da dran basteln auch, ne? Also was dran ist, ist dran. Habe ich eigentlich noch wie mit? Sag das so. Jetzt noch Fackeln dran bauen. Oh. Da habe ich noch eine vergessen, wie man so schön sagt. Die anderen bereiten hier im Robot. Beziehungsweise am Rhein. Nee, doch am Rhein. Redstone Fackel bitte, da ist sie. Eine Befackelung da schon mal dran machen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sieht das aus. Ach je, schon wieder eine Spitzhacke hin. Dass ich beim letzten Wühlen wenigstens einige Diamanten noch gefunden hatte. Hatte ich davor noch irgendwie 15 Stück oder so? Oder 16? Weiß ich nicht mehr genau. Da waren 20? Auf jeden Fall nicht mehr so die Welt. Ja, weit kann es eigentlich nicht mehr sein, ne? Würde ich sagen. So weit kann es nicht mehr sein. Oben war noch gerade. Da sind wir doch schon. Ah. Sauber. Genau, das machen wir zu. Weil wir festgestellt haben, dass wir das nicht brauchen hier. Richtig. Och ja, ist ja gut. Keine Steine mehr. Immer noch gleich. Oh, ich lass mal da rein. Ja, da habe ich auch nicht mehr viel. 6 noch. Genau, richtig. Dreh doch einfach mal Kombinationsschloss. Nein, ist es natürlich nicht. So. Steinchen brauchen wir noch. Sieht von vorne ist schon so fertig aus hier. Das ist aber noch lange nicht. Natürlich. Wie so eine Sache. Was heißt, wenn ich dann zukünftig hier die Anlage weiter ausbaue, dann muss ich dran denken, dass ich oben am besten so lange da nichts reinwerfe, bis hier unten der Bereich dann auch wieder fertig ist. Auch noch schön hier. Soll jetzt erstmal heute hier einen vernünftigen Abschluss nach hinten geben. Vernünftig ausschaut hier.
Genau, ich glaube, da komme ich ja sowieso gerade rüber. Was heißt denn das? Das heißt, ich mache oben da am besten in die Wand so eine Nische, so ein Trichter, für die Trichter. Ne, dann, okay. Laufen die hier oben quasi so durch die Wand hier rüber. Und hier oben, auf der anderen Seite, werden sie dann wieder verbunden. Mit dem, was jetzt noch gar nicht da ist. Ja! Dann gib mal Gummi, Kollege. Zeig ich mal, was der Druck passt hier. 1, 2. Das hängt schon mal am Spender dran. Weiß ich natürlich wieder nicht, mit was ich hier aufgehört habe. Das lässt sich aber leicht herausfinden. Yep. So, das ist eine normale Truhe. Und die passt dahin. Gut. Das bedeutet, das ist eine Redstone-Truhe. Normale. Hier kommt Redstone hin. Und hier kommt wieder normale. Das ist eine Möglichkeit. Warum ich mich hier so an der Wand lang quetsche, liegt daran, ich möchte die gerne alle nach vorne ausgerichtet haben. Hat kein. So, das geht natürlich nicht. Da muss eine Redstone-Truhe hin. Hat keinen besonderen Grund, ist einfach nur die Ordnung halber. Also so, typisch deutsch. Nur so. Hat keinen Sinn, aber Hauptsache ist gerade. Yep. Jo. Sag ich jetzt mal. Das ist ja das Klischee, das im. Hey. So viel dazu. Ich hätte das gerne richtig rum. Probiere ich mal was aus. Achtung. Was passiert, wenn ich denn hier oben drauf gehe und das von dieser Seite aus jetzt? Ah. So, dann dreht sie sich nämlich richtig rum. Wie gesagt, hat keinen Sinn, beziehungsweise keinen bestimmten Grund. Der Grund ist einfach nur, will das so rum. Ich möchte, dass die alle nach vorne zeigen. So. Nennt man, glaube ich, auch pedantisch, was ich hier mache. So. Jetzt brauche ich Redstone-Truhen. Wo sind sie? Da sind sie. Hier, komm hier. Autsch. Ecco bello. Immer das Gleiche. Jetzt funktioniert das. Sehr gut. Das heißt, erste Reihe steht, jetzt kommt die nächste Reihe.
Ruhe rum, nicht verkommen lassen. Ist immer schlecht, wenn die dann irgendwann verschwinden, die Sachen. Die bleiben ja nicht ewig da liegen, ne? Tja. Und noch einer. Und noch einer. Was muss ich da hoch? Hier war eine normale Truhe angesagt, glaube ich, ne? Schnapp mir die einfach mal und nicht die direkt mit drauf hier. So was von. So. Und die normale, ne, die Redstone-Truhe, genau. Zwischen. So, jetzt muss ich noch einmal runter. Glaube, ich sollte mal eben kurz mein Leben ein wenig auffrischen hier. Da doch, bin ja doch ein wenig beschädigt worden vorhin, als der Ender war das, respawned ist hier. So ist besser. Das war doch jetzt Blödsinn. Erstmal müssen die Trichter hier dran. Ich muss ja auf irgendwas drauf bauen. So. Jetzt aber. Das Ganze müsste ich jetzt eigentlich auch wieder von hier oben komplett abgespeist kriegen, das Ganze. Und mal so ein bisschen hin und her wechseln hier. So. So, weitere Trichter. Oh mein Gott, muss auch bald wieder Trichter basteln. Was so? Da geht ja wieder Eisen drauf. So, bevor ich dann jetzt hier nachher über alles wieder drüber hüpfen muss, mache ich jetzt erstmal hier die Verbindung. Und setze den Komparator. Wenn ich nämlich jetzt die Truhe quer drauf setze, habe ich das Problem, dass ich nämlich dann nachher von hier nach hier über alles drüber springen muss. Und das ist irgendwie doof. Jetzt muss ich überlegen, mit was habe ich denn hier angefangen getan? Das werde ich jetzt gleich feststellen, indem ich hier was drauf baue. Na? Das heißt, das hier ist Redstone. Nee, das ist eine normale Truhe. Moment. Das
Ich habe jetzt hier gerade eine, ach so, das ist genau. Ich habe jetzt hier gerade eine normale Truhe drauf gemacht. Heißt, dass das hier Redstone ist. Hier muss ich dann halt mit der normalen Truhe weitermachen. Wobei das Witzige ist, dass hierfür jetzt für die obere Truhe eigentlich gar keine Rolle spielt. So wie die aufgestellt ist, könnte ich da auch einfach jeweils eine andere für nehmen. Aber auch hier bleibe ich dann lieber beim richtigen Schema. Mach das abwechselnd. Runter mit mir. Autsch. Das lasse ich mal offen da hinten. Genau, jetzt müssen hier oben noch die Trichter dran, ne? Eins und zwei. Also dann hier dran. Das ist natürlich der Vor- und Nachteil, dass ich da oben jetzt zwei für brauche. Vor- und Nachteil. Nachteil ist, klar, ich verbrauche zwei Trichter, um da oben eine Verbindung hinzukriegen. Der Vorteil ist aber auch, ich habe einen Trichter mehr Füllmenge in der Anlage. Denn da sind ja immerhin sechs Slots, die mit jeweils 64 belegt werden können. Hier in diesem Fall noch. Passt. Ab nach oben. Bewege ich den Hintern eine Etage höher. Jetzt geht's weiter. Können wir schon wieder irgendwas rum hier. Ich hoffe, das ist jetzt diesmal wirklich hinter der Wand und rennt dann nicht hier unten rum. Hau ich hier noch mehr Fackeln rein. Haben wir noch 530 Fackeln rein. Jeden zweiten Stein eine. Rum ist unten. Fragt sich sicher, warum ich hier oben zwei hingemacht habe. Das ist ganz simpel. Ich komme hier nirgendwo durch. Wenn ich irgendwann mal ganz, ganz hinten am Arsch der Welt bin, also die Anlage länger gebaut habe und muss hier drüber, um zu in der Truhe zu kommen, kann ich hier oben drüber laufen. Das heißt, ich baue mir hier einfach hier so ein Stück Erde hin und kann dann einfach hier oben drüber jumpen. Das kann ich nicht, wenn ich die Decke niedriger mache. So, jetzt habe ich den Nachteil, alles was ich jetzt hier abbaue, fällt in die Trichter. Das heißt, ich darf gleich unten erstmal die Bänder leer machen. Bevor ich irgendwas anfange einzusortieren. Alter, wie sieht das denn hier aus? Wollte ich nicht, war ich nicht. Ich glaube, ich werde gleich sowieso einmal nach oben müssen. Die Spitzhacke hier, die ist zwar sehr robust, aber sie ist auch kurz vor am Ende. Zu sein, kurz davor am Ende zu sein. So. Ja, da war schon das Ende. Das Ende eines Diamanten. Ups. Und ist auch nichts mehr. Gut. Ja, dann gehen wir mal eben nach oben. Ich weiß gar nicht, ob ich noch so was Kompliziertes wie eine Diamantspitzhacke habe. Oder ob ich eine bauen muss. Na, das war die letzte.
ne? Ah, eins, zwei, drei. Dann bauen wir mal drei Stück direkt. Drei Stück, da brauche ich genau sechs Stück für. Sechsmal Stock. Sechsmal Stock im Hintern, bitte. Zum Mitnehmen. Ja. So. Eine zum Mitnehmen. Zwei fürs Lager. Apropos Lager. Weg mit dir, weg mit dir und weg mit dir. So. Hier oben kommt der Bruchstein rein. In der Ofen noch ein bisschen arbeiten. Nun ist ja, dass die Anlage auf der rechten Seite fertig ist und so funktioniert, wie sie soll. Muss mal schauen, ob ich irgendwo diese, wo ich diese Brutsamkeit herkriege. Ah, warte mal. Ich glaube, die kriege ich hier von den Dorfbewohnern. Ne? Da kann ich die, glaube ich, einlösen, diese Sachen. Ja, jetzt sieht man natürlich den Nachteil meiner Bauweise vorne. Da ich jetzt natürlich nicht mehr bis nach oben hin alles ausgebaut habe auf der Vorderseite, sondern eins über der Lampe aufgehört habe, ist natürlich hier noch falsches Gestein in der Wand. Sonst hätte ich es ja von außen schon behoben. Das Material safen hier. Ah, hier werde ich auch ein bisschen Material sparen gleich. Ich habe bis jetzt immer die ganze Decke hier rausgenommen. Beziehungsweise hier die ganze Reihe rausgenommen. Das werde ich jetzt auch nicht mehr machen. Ich werde jetzt immer nur noch die Stelle rausnehmen, an der auch, gut, hier nicht. Ah, super. Ich wollte sagen, ich werde immer nur an der Stelle jetzt hier die Steine rausnehmen, wo es auch wirklich raus müssen. Da kann ich das machen. Hier ist es eh der falsche. Aber durch diese ganzen Arbeiten, da kriegt man natürlich auch noch ein bisschen Material zusammen. Das ist schon mal gut. Imposante Höhle hier. So, hier muss noch eine Reihe hin. Genau.
Wie weit ist denn das noch? Ach, ist ja nicht mehr viel. Bisschen noch. Tja, Pillepalle hier. Tja, da müssen wir schon mal, kann ich mir schon mal so langsam Gedanken machen, was für Material da so jetzt reinkommt auf diese Seite. Das heißt, Bruchsteintreppe, Bruchsteinstufe, von vorne angefangen. Erstmal Steinstufe, ne? Erst Bruchstein. Gute Frage. Also Steinstufe auf jeden Fall, Bruchstein gibt es halt mehrere Sachen, gibt es halt Stufe, Treppe und den genau, diese die Bruchsteinmauer, richtig. So, danach kam dann erstmal weiter nichts, danach kam dann glaube ich Ziegelstein mal. Da will ich dann auch Ziegelstein-Treppe, Ziegelstein-Ufer machen. Also auch alle drei. Eine Ziegelstein-Mauer gibt es glaube ich nicht. Zumindest, nee, habe ich noch nie gesehen. Ziegelstein-Mauer gibt es nicht. Das heißt, da brauche ich dann nur zwei zusätzliche auf der Seite. Ja, das sollte ich vielleicht auch noch hier unten einsortieren irgendwo. Jetzt sollte ich damit auch ganz vorne anfangen. Erde. Denn die brauche ich ja doch etwas häufiger. Zum Stapeln, zum Füllen, Gott weiß was. So. Da setzen wir. Ein bisschen Licht machen hier in der Hütte. Dunkel wie im Bärenhintern. Versuche mich mal gewählt auszudrücken, aber ansonsten klappt nicht immer. Jo, dann machen wir das Loch auch zu. Kowski. So. Wie wird wirklich nicht mehr. So, an der Stelle wäre schon mal Feierabend mit der Bebauung. So. Hier noch eben das Material wegsammeln. Bin echt mal gespannt, was ich da vorne gleich alles noch an Material aus den Spendern raushole. Alleine schon aufgrund dessen, weil ich hier eben über den Trichtern hier alles mögliche abbaue. So, hier machen wir schon mal was hinzu. Zack. So, schon mal hier rumstehen, rumgammeln, ne? Doch schon mal nicht schlecht. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Follow da. Und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Macht's gut, bis dann. Bye, bye.